Ja, mal ein neues Format ergänzend zu unserem Live-Chat, zu dem ich schon mal herzlich einlade, jetzt am kommenden Mittwoch, dem 3. März, ab 16.30 Uhr wieder unsere halbe Stunde. Das Thema Hauptüberschrift Klimaschutz haben wir schon seit längerem. Wir haben uns auch schon ausführlich über Mobilität unterhalten, zuletzt intensiv auch zum Thema Stadtbus. Heute sind wir hier in Brühl-Vochem an der Haltestelle, an der Stadtbahnhaltestelle. Und mit dabei habe ich Henning Korte, der seit 3 Wochen, gut 3 Wochen jetzt, Genau. Kollege ist bei uns in der Stadtverwaltung und zuständig ist für das Mobilitätsmanagement. Und wir wollen uns heute zum Thema Mobilstationen auslassen und vorab einfach mal erklären, Mobilstation, was ist das überhaupt? Ja, eine Mobilstation ist im Endeffekt ein ja, sichtbarer Verknüpfungspunkt von verschiedenen Verkehrsmitteln. Ich weiß nicht, ob wir direkt hier auf Vochem eingehen. Aktuell haben wir die Verknüpfung der Stadtbahnlinie im Hintergrund. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Fahrrad abzustellen und wir haben auch die Möglichkeit, das Auto hier zu parken. Und diese Verknüpfung und sprich die Anzahl der Verkehrsmittel, die man hier nutzen kann, die soll im Rahmen einer Mobilstation verbessert werden und auch sichtbarer gemacht werden, mit entsprechender Information hinterlegt werden. Das heißt, was man ja schon länger kennt, Park and Ride, war Genau. natürlich aufs Auto bezogen. Ja, der Vorteil, innerhalb der Stadt mit dem Auto zu kommen und dann mit der Bahn nach Köln reinzufahren und wieder rauszufahren. Und das wollen wir jetzt noch erweitern zum Thema Fahrrad, zum Thema Scooter auch. Genau, also wir haben ja auch E-Scooter hier in Brühl. Die Ausbringungspunkte sind aktuell festgelegt von dem einen Anbieter, den wir haben. Es wird noch ein zweiter Anbieter höchstwahrscheinlich nach Brühl kommen. Auch der bekommt Ausbringungspunkte von uns vorgelegt. Und dann wird man hier die Mobilstation Vochem entsprechend berücksichtigen. Außerdem ist ja das Thema Fahrradmietsystem auch noch im Gespräch. Das befindet sich noch in der Entwicklung, wäre aber dann natürlich auch hier in Vochem einen Punkt, um solche Fahrräder zum Mieten abzustellen, einen Punkt einzurichten. Darüber hinaus ist Carsharing ein Thema. Es gibt noch keinen festen Plan, wie viele Autos von welchem Anbieter hier hinkommen sollen, aber es sind auf jeden Fall Stellplätze vorgesehen für Carsharing. Und der Bereich der Fahrradinfrastruktur wird deutlich aufgewertet. Aktuell gibt es zwar überdachte Stellplätze, die aber auch qualitativ nicht mehr ganz den Ansprüchen genügen, den heutigen. Das wird modernisiert und es wird auch Fahrradboxen geben, wo man dann sein hochwertigeres Fahrrad auch entsprechend abschließen kann. Also das Thema Sicherheit für die hier abgestellten Fahrzeuge, Fahrräder ist auch mit Auf jeden Fall. enthalten. Wie viele Fahrradabstellplätze werden denn entstehen? Es müssten, wenn man nur die überdachten Stellplätze, die sich gleich im weiteren Verlauf dann ziehen, sind es 110 überdachte Fahrradstellplätze. Und dazu kommen erstmal im ersten Schritt 30 Fahrradboxen. Die können aber auch verdoppelt werden, indem man noch eine zweite Etage auf diese Fahrradboxen draufstellt. Und Das das heißt, kommt hier vorne in den vorderen Bereich. Es werden also Stellplätze für Pkw wegfallen. Jetzt höre ich schon viele Bürgerinnen und Bürger aufschreien, die sagen, boah, hier ist doch sowieso schon so eng. Was passiert denn mit den Pkw? Genau, ja, die PKWs haben nach wie vor Platz, allerdings nicht hier in erster Reihe am Bahnsteig. Da geht es, wie gesagt, wirklich zugunsten des Fahrrads, Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen. Aber wir haben ja im weiteren Verlauf hinten über die Brücke, diese Stellplätze, die bleiben bestehen. Und in dieser Richtung, dort wird eine große Park-and-Ride-Anlage entstehen, auch mit einem Parkdeck. Das heißt, im Endeffekt, wenn diese Mobilstation ausgebaut ist, haben wir bei den PKW-Stellplätzen sogar ein deutliches Plus. Das heißt, es bleibt attraktiv auch für Autofahrerinnen und Autofahrer. Bleibt noch die Frage, was kostet denn der ganze Spaß? Genau, also hier in Vochem plant man erstmal für den Mobilstationsteil, da muss man leider etwas unterscheiden, sprich für den Teil mit Fahrradabstellanlagen. Es gibt auch eine Gepäckstation, es wird auch eine Paketstation geplant, Fahrradboxen etc. Da sind wir im Bereich von gut 400.000 Euro. Das wird wiederum vom NVR gefördert. Das heißt, da bekommen wir circa 80% der Mittel über den NVR erstattet als Zuschuss. Und die Park-and-Ride-Anlage ist natürlich vom Finanzvolumen her eine etwas höhere Hausnummer. Da reden wir über gut 5 Millionen Euro inklusive Grunderwerb. Auch da bekommen wir Förderung und da sogar 95%ige Förderung. Das haben wir natürlich jetzt ganz bewusst gemacht, dass wir, während wir die Zahlen nannten, den Zug haben fahren lassen. Ja, Ne? genau. Cool. Ich denke mal, da sind hoffentlich viele Punkte angesprochen, die auch zur Nachfrage anregen. Und das machen wir dann am kommenden Mittwoch, 3. März ab 16.30 Uhr. Bis dann, alles Gute und tschüss.